Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind mit dem Fendt unterwegs und spielen hier unsere wunderschöne Alpemet Neu-Mini-Brunnen. Wir müssen zu unserem Abfahrer. Quatsch, wir sind der Abfahrer und müssen natürlich zu unserem Drescher. Und parallel dazu haben wir dann noch einen Ernteauftrag angenommen, und zwar mit dem Grimme Selbstfahrer, dem Ventor, werden wir jetzt gleich Kartoffeln ernten auf Feld Nummer 9. Der ist sozusagen schon in den Stadtlöchern, da werden wir dann gleich hingehen. So, aber zunächst einmal, wie gesagt, hier erstmal hier den Deutz abtanken. So, die Plane runter. Wunderbar, wunderbar. Und er lädt ab. Sehr gut. So, wie viel passt denn da rein? Das werden wir dann sehen, weil wir spielen ja sozusagen mit Gewicht, soll heißen, nicht das Volumen, sondern am Schluss das Gewicht, was der Hänger hergibt. Da bin ich mal gespannt. Haben wir da schon mal Getreide abgefahren? So, Blick mal, schauen. Ich glaube, den müssen wir erst dann noch anschmeißen. Ja, dachte ich es mir doch. Und los geht's. So, jetzt schauen wir mal. Hat der da ein Problem? Ich denke, er wird ein kleines Problem haben. Machen wir vielleicht nochmal ein Vorgewende, weil unser Schneidwerkwagen da steht. Auf der anderen Seite, wenn wir da einmal durch sind, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein, wenn wir jetzt hier runterfahren. Ups, okay. Sehr schön. Also, dann können wir den mit dem Helfer hier auf die Reise schicken. Der ist noch an. 8500 Liter, ja, da müsste man nochmal abtanken können, ohne Probleme. Und dann schauen wir hier, da steht da das wunderschöne Stück, der Ventor 4150 und wartet darauf, endlich, ja, eingesetzt zu werden. Und ein Highlight finde ich immer. So, wir schalten mal den Motor an und dann klappen wir das ganze Ding mal aus. Und das ist doch immer ein Highlight. Bei dem Teilchen, da sieht es immer so ein bisschen aus wie bei Transformers. Irgendwie scheinen sich alle Teile zu bewegen. Alles klappt hier aus. Jo, sehr gut. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Kommen wir hier an dem Kollegen vorbei. Weil dann würde ich nämlich gerne hier ansetzen wollen. So, noch ein Stück, oder? Noch ein Stück geht? Ja. Okay. Dann setzen wir mal hier an. Ich glaube, der müsste 4 Reihen definitiv wegnehmen. Und dann müssen wir da auf jeden Fall auch... Ah, ich sehe es gerade. Das wird jetzt wieder übelst, weil... Ja klar, wir haben hier den... Okay. Da müssen wir uns dann was einfallen lassen. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen außen rumfahren. Und dann denke ich, auf dem Rückweg oder so werden wir hier... Denn... den Rest dann einsammeln, denn wir brauchen jede einzelne Knolle, denn den überschüssigen Anteil brauchen wir für unsere Schweinchen. So, 8%. Ja, und jetzt wird es natürlich eng hier. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, da müssen wir jetzt außen rumfahren. Weil ich glaube, irgendwie einklappen oder so können wir das nicht, oder? Doch, wir können da was einklappen. Aber das war's dann auch schon, oder? Ja, das ist der vordere Teil. Höher geht nicht. Aber damit müssten wir doch eventuell hier um die Bäume rumkommen, oder? Okay, besser geht's nicht. So, hier ist das schon abgeerntet oder was ist das? Ist das Sorghumherz oder was ist das?
Verdorrt. Die Gerste ist verdorrt. Okay. So, jetzt könnten wir natürlich hier nochmal ansetzen. Und dann holen wir uns das Material auch noch. So, jetzt müssen wir mal schauen, kommen wir hier vorbei? Kommen wir da vorbei? Ne, da kommen wir mit dem Bunker, glaube ich, auch nicht so richtig, oder? Doch, das geht. So, jetzt fahren wir hier außen rum und hilft nichts. Dann steigen wir jetzt wieder hier ein. Und dann können wir theoretisch auch gleich den Helfer fahren lassen. So, macht der 4 rein? Der macht 4 rein, ne? Mehr geht da nicht. 5 rein ist dann immer so ein bisschen knapp. Okay, das sollte so passen. Da machen wir da vorne noch ein Vorgewende. Weil auf der anderen Seite kann er übers Feld fahren und ohne Probleme wenden. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Er wird schon langsamer. Ja, ja, wusste ich es doch. Dann gehen wir hier dann selber noch mal ein bisschen Hand an. So. So, wie voll ist der Bunker? Okay, 40%. Da haben wir noch ein bisschen Luft. So, da hat es irgendwo, ja, Verkehrsschilder. Die wollen wir nicht killen. Ja, wie gesagt, mit so einem Selbstfahrer, da macht das dann alles schon ein bisschen Spaß. Aber mit so einem kleinen Anhänger, ne? Naja, das ist natürlich schon was für kleine Felder. Aber das können wir mit Sicherheit auch mal machen, wenn wir hier selber Kartoffeln ansehen. Aber jetzt muss ich mal schauen, reicht das Vorgewende? Sollte das reichen oder machen wir lieber noch eins? Sicher ist vielleicht sicher, ne? So. Und dann müsste sich ja eigentlich wieder demnächst unser kleiner Topliner melden. Der müsste dann auch wieder voll sein, habe ich so den Verdacht. Bingo. Und dann würde ich jetzt hier noch einen kleinen kurz mal reinstechen wollen. Dann tun wir uns nämlich ein bisschen leichter hier mit dem Wenden. Wo sind die Verkehrsschilder? Okay, da sind keine. So, jetzt hat unser Helfer da drüben, der Deutz ist jetzt voll. Okay, dann werden wir jetzt hier vorne den Kollegen losschicken. Das müsste dann jetzt doch der Helfer schaffen können. So, Dele. Jetzt, Dele. Okay. Ja. Das müsste doch jetzt passen für den Helfer gut, oder? Sauber, schöne Maschine. Augenblick mal. So. Ja, das war ja klar. Jetzt hebt er wieder aus. Naja, dann lassen wir den erstmal hier laufen. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Okay. Jetzt hat er wieder das Stroh hier auf den Weg geworfen, ne? Ich denke, wir werden dann doch ein kleines Vorgewende hier vorne noch fahren. Mit dem Fendt werden wir dann schon abfahren müssen. Sehr schön.
So, an der Stelle nochmal der Hinweis. Also, jetzt bei mir gibt es ein Streaming-Projekt, ein Stream-Livestream mit der Galgenberg 2.0. Wir machen das Projekt Galgenberg 2.0 Classic, weil wir den Starthof spielen, so wie es der Yogi empfiehlt, zusammen mit den Startgeräten und sozusagen als neuer Farmer eben das Ganze beginnen. Und wenn ihr Bock habt, immer dienstags und freitags 20.30 Uhr, so circa für 2 Stunden, sind wir live auf der Galgenberg und das Ganze auf der PlayStation 5. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen interessant sein, denn es gibt ein bisschen Unterschied zum PC natürlich, weil ja, da sind einige kleine Änderungen bzw. Unterschiede. Eine dufte Map, eine 5-Sterne-Map, wenn man mich fragt. 5 Sterne plus mit jede Menge Feature und interessanten Funktionen schon auf dem Starthof. Dort haben wir eine Heutrocknung, da haben wir interessantes, ja, für die Tiere eine Food Plus Lösung, die halt ein bisschen anders ist als normal und also ein bisschen anspruchsvoller modifiziert. Und wir haben, wie gesagt, die Heutrocknung, wir haben eine Produktion schon auf dem Hof für unsere Milch, nämlich Butter- und Käseproduktion. Eine sehr interessante Sache, auf jeden Fall unser Projekt Galgenberg 2.0 Classic im Stream jeden Dienstag, jeden Freitag, 20.50 Uhr, 20.05 Uhr, 20.30 Uhr, Heidenei. So, da fahren wir da vorne einmal rum. Das sollte dann hier passen. Da kommen wir doch vorbei, denke ich. Ja, das finde ich schon von der Atmosphäre richtig spaßig. Ach, der andere ist jetzt auch schon voll. Hier so richtig an der Straße mit dem Verkehr und dann hier mit dem Drescher lang und hier eben das Feld abernten. Jo, das wird dann auch mal richtig wieder nochmal Stroh geben hier. Da müssen wir mal schauen, was wir mit all dem Stroh machen. Aber im Zweifel werfen wir es halt ins Fermentersilo. Und dann können wir Silage draus machen. Und ich habe so den Eindruck, dass wir definitiv ins nächste Jahr mit richtig viel Kohle starten werden. So, denn wir haben ja immer noch unsere kleine Forstwirtschaft. Die Bäumchen gedeihen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hiermit umgehen. Okay. Einmal abtanken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da werden doch keine 30.000 Liter reinpassen, oder? Dann können wir hier jedes Mal abfahren. Und jetzt habe ich nicht geguckt, wo wir eigentlich hin müssen mit den Kartoffeln. Ich vermute, bestimmt wieder ganz irgendwo ans andere Ende. So, kommt der hier von selber jetzt raus? Ja, da schmeißt uns die Kartoffeln da oben hin. Okay. Aber ist okay. So, 40%. 50 bei... Oh je, das sind 22. Da wird der Bunker, glaube ich, nicht leer. Ich glaube, da passen 30.000 rein, oder? Wenn ich hier richtig weiß bei dem Grimme. Und jetzt müsste bestimmt auch gleich... Ne, 100%. Okay. So, dann schauen wir mal. Der Grimme... Oh, ja, okay. 5. Ja, okay, dann sind es 22.500. Dann soll der jetzt erstmal hier weitermachen. Und wir müssen gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ich habe das gar nicht gesehen. Wir müssen natürlich zum Supermarkt. Okay, der Supermarkt ist zum Glück nicht ganz so weit weg. So, kommen wir da rum? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Viel kann es doch nicht sein. Okay. Ja, also, geht doch.
So, der Supermarkt einmal durch den Hof und auf der anderen Seite müsste dann der Supermarkt sein. Da bin ich mal gespannt, welche Abladeposition. Es gibt ja zwei. So, hier drüben unser Feld mit einem wunderschönen Saatbett. Alles vorbereitet für die nächste Aussaat. Unsere Wiese, die ist auch jetzt erntereif. Zweites Wachstum. Da können wir dann jetzt auch heute... Also mit heute meine ich August. In diesem Monat können wir da auf jeden Fall auch ernten. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder hängen bleiben. Mit den Hängern muss man immer ein bisschen hier aufpassen. So, Dille. Kommt denn von links was? Nein. Ah, ja, das merke ich schon. Also der Hänger ist ein bisschen lang. Da müssen wir mehr ausholen. So, kippen wir das Ganze jetzt hier ab? Ich glaube nicht. Okay, weil ich weiß nicht, da drüben ist ja auch was. Was wird denn da eigentlich immer abgeladen? Ja, ich bin mal vorsichtig. Doch, ein Feld. Okay, 1% transportiert. Okay, das passt. Brandner Power Tube. Mhm, sehr schön. So, wie viel haben wir denn abtransportiert? 17%. Okay. Dann schalten wir den mal aus, weil wir müssen jetzt auch unbedingt... Ja, er ist voll. Ich wusste es. Ich wusste es. Da habe ich wieder ein gutes Gespür gehabt. So, weil wir müssen hier mit dem Fendt auf jeden Fall los. Max 15.900. Okay, bei 85% ist der voll. Dann machen wir hier mal die Plane. Und dann bringen wir das Material zum Hof. Denn wie gehabt, es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um Getreide zu verkaufen. Will man den höchsten Preis, dann müssen wir, glaube ich, im Januar das Material verkaufen. So, da können wir rechts so rum. Sehr schön. So, dieses Feld hier auf der rechten Seite ist auch sehr gut vom Ertrag. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten, weil das wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir das dann kaufen. Da hätten wir zwei Felder nebeneinander, die man natürlich dann auch bearbeiten und bestellen können. Also der Fendt macht schon ein bisschen ein komisches Geräusch, finde ich. So, und da sind wir jetzt am Hof und dann ab in das Silo. Ja, jetzt hier noch mit einem dritten Helfer bzw. mit einem dritten Traktor jetzt unterwegs zu sein, das wird uns dann ein bisschen überfordern. Weil mit den Abfahrern haben wir hier jetzt schon jede Menge zu tun. Und hier automatisiert bzw. mit Helfern hier abfahren, das wird halt ein wenig schwierig, denn wir haben ja gesehen, die Kollegen sind ja hier deutlich aggressiver als auf der Galgenberg, was den Verkehr angeht. Also die Jungs fahren da wirklich, stechen da immer rein und da haben wir dann ein bisschen ein Problem. So, Dele. Das sind die dann doch auf der Galgenberg etwas, ja, ich sag mal, freundlicher gegenüber den Landwirten eingestellt, die hier im Verkehr unterwegs sind. So, dann fahren wir mal hier rechts rum. Und ich denke, wenn wir dann unseren Deutz abgetankt haben, dann ist auch schon wieder die Kartoffel dran. Hier links. Der Kollege biegt auch ab. Dachte ich es mir doch. So, hier geht's in
den Wirtschaftsweg und dann fahren wir hier mal durch, die Bäume durch, hier. So, über die Strohablage. Tja, das müsste wohl die Perspektive von einem Rehkitz sein, ne? Dass sich dann immer so hier im Getreide versteckt im Feld. Ich glaube, die Landwirte, die tun auch jetzt immer vor der Ernte, zumindest was auch beim Maishäckseln so Sache ist, mit Drohnen vorher, glaube ich, das Ganze prüfen, ob irgendwo noch die Tierchen unterwegs sind. So, den können wir losschicken und dann schauen wir mal, wie weit die Kartoffel ist. Oh, yep. So, wo haben wir ihn denn? Motor anschalten. Dann überlege ich gerade, fahren wir über den Hof oder fahren wir hier die Straße außenrum? Wir fahren mal die Straße außenrum. Von rechts kommt... Ah, und bingo, wusste ich es doch. So. Dann fahren wir mal hier links rum. So, und jetzt müssten wir hier links fahren. Dann durch den Kreisverkehr und dann den Berg hoch. Und dann können wir in den Wirtschaftsweg einfahren. So, okay, hier geht's lang. So, jetzt bin ich am Überlegen, ist das der hier? Ne, da oben. Okay, da oben müssen wir hin. Jetzt hatten wir gerade den schönen Schwung, den habe ich jetzt hier verloren. So, hier müssen wir links rein. Genau. Da ist das nicht geerntete Feld. Das verdorrte. Mensch, Mensch, Kollege, hättest doch was gesagt, dann hätten wir das für dich machen können. Aber da fällt mir auch gerade ein, ich glaube, das war sogar ein Auftrag, den wir nicht gemacht haben, weil der uns zu weit weg war. Oh, mea culpa. So. Sehr schön. Ah ja. Da lässt er da doch noch die eine oder andere Kartoffel stehen. Mann, 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 der dreht aber ganz schön hier rein. Also dafür, dass der Allrad und alles hat, müsste er doch das eigentlich ein bisschen... Naja. So. 97.000, okay. Das heißt, der wird jetzt... Oh, da rennen sie wieder. Der wird jetzt gleich hier anhalten, dann können wir übertanken. Überladen. Jo, das Timing hat wieder gepasst. So, und da können wir auch wieder ein schickes Foto machen von den Kollegen. Hier Grimme bei der Arbeit. Grimme beim Abtanken. Sehr schön, das passt. Dankeschön. So, und dann können wir mit ihm auch wieder runterfahren. Der wird wieder voll. Aber jetzt schauen wir nochmal hier. Auch der, nee, der ist bei 45. Sehr schön. Weil dann können wir mit ihm ja jetzt hier runterfahren und auch das wieder abladen. Und ich würde sagen, wir haben wieder 24 Minuten. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sind kräftig am Ernten hier auf unserer Alpenmap Neuminibrunn. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie es dann weitergeht, dann hinterlasst mir doch gerne ein Abo und
ein Däumchen und schreibt doch gerne was auch in die Kommentare. Ich würde mich freuen, ein bisschen Feedback hier zu dem Projekt zu bekommen. Ich sage jedenfalls Dankeschön und freue mich schon, wenn ihr wieder das nächste Mal hier einschaltet bei unserem alten Projekt Neuminibrunn. Und hier werden wir noch fleißig ernten hier im August, denn wir haben ja noch ein weiteres Feld, dass wir mit Getreide abernten müssen und dann müssen wir das Stroh bergen und dann schon mal die Felder wieder vorbereiten für die neue Saison. Ich sage recht herzlichen Dank und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.